Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Wir spielen die Geister der Vergangenheit und müssen erstmal, wie ihr seht, hier den Berg hochklettern und Kase hat uns hier unten wieder mal überhaupt nichts gebracht. Geister der Vergangenheit, weil wir nämlich zu uns nach Hause zurückkehren und unsere Rüstung holen. Das heißt, wir kriegen also eine neue Rüstung. Nice, nice, nice. 500 Meter in diese Richtung. Und da ist auch schon Kase. Ich höre ihn doch schon. Jawollo. Rauf da. So. Ab nach Hause. Mutti ruft. Es gibt frisches Essen. Wir haben uns eine TK-Pizza in den Ofen gelegt. Ah, und deswegen. Die Zeit läuft. Die darf nicht im Ofen verbringen. Ah ja, hier sind wir wieder am Omi-Kloster. Schön. Also, ich muss schon sagen, ist schon echt schön, ne? Da haben wir uns schon eine nette Nachbarschaft rausgesucht. Hier am Omi-Kloster. Und diese Statue ist einfach nur imposant. Oh, hier schön mit den Kranichen und so, ne? Kinders, ist das ein schönes Spiel. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Das ist doch mal die viel wichtigere Frage. Weil hier sind wir anscheinend auch schon zu Hause. Na, was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Holy shit. Ist ja nett. Aber sieht nicht aus wie unser Zuhause. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Hopsasa. Ich muss hier hoch irgendwie. Damn. Komm schon, Jin. Streng dich an. Wir wollen nach Hause zurück. Irgendwie da hoch. Verdammte Axt. So, Kase, jetzt aber. Wunderbar, jetzt geht's schneller. Wir kriegen eine neue Rüstung. La 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 la, genau so muss es sein. Sehr schön. Und das sieht doch mal nett aus hier. Wieder in Omi. Zu Hause. Jin ist in der Omi zu Hause. Und das hier scheint unser Anwesen zu sein. Ja, die wissen auch, wieso sie nicht hierher kommen. Wo ist sie? Ihr wagt es! Oh, junger Meister. Da ist ja die Omi. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yoriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters. Die ist aber tough. Meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Nice. Geister der Vergangenheit. Genau das spielen wir jetzt und wir holen unsere Rüstung. Hier entlang.
diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Ist aber nett gut, hier, oder? Dass du nicht allein bist. Mit dem kleinen Teich und so. Fürst Shimura. Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Ah, ist das nicht der Weg zum Grab unseres Vaters hier hoch? Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. That's what she said. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. So, dann besuchen wir mal das Grab unseres Vaters. Über das Vermächtnis sinnieren. Okay, dann sehen wir uns mal um. Trauer. Für Vater. Sein Grab nah, die Seele fern. Jetzt bin ich allein. Was für ein schönes Haiku. Sehr schön. Das hat uns, genau das hat uns jetzt noch gefehlt, bevor wir die Rüstung anlegen konnten. Schönes Haiku, das Grab unseres Vaters zu besuchen. Und jetzt können wir wieder meucheln. So, dann mal schnell hier wieder zurück. Rüstung ist dort drin, mein Herr. Danke, Taichi. Ja, wer hat gesagt, dass du aufhören darfst, sauber zu machen, Taichi? Putz gefälligst weiter die Steinchen. Und kehr mir den Hof. Hilfe! Möge euer Tod allen anderen dienen.
Nice. Jetzt sind wir der Ghost. Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr seht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Damn, wir sehen gut aus. Und jetzt stirbst du. Das war's! Er stirbt! Die Geschichten über den Geist sind nichts als Märchen. Ach, wirklich? Yuriko! Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder ärger. Die Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Gesundheit. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraucht. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es am anderen Seeufer eine Menge Schilf, wo der alte Fischer lebte. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Jose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Ich habe dort drüben nachts Feuer gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Sorge. Ich bin bald mit Schilf zurück. Holt euch euer Schilf. Perfekt. Das machen wir. Müssen wir jetzt echt eine Runde schwimmen gehen, oder wie? Sehr schön. In voller Samurai-Rüstung einmal eine Runde schwimmen gegangen. Schön die Achseln mal kurz feucht gemacht. Mal durchgelüftet. Wer stellt sich mir zuerst? Und jetzt, wo wir so fresh und so clean sind, können wir direkt eine Runde Banditen abschlachten. Zack! Erster. Zack! Zweiter. Zack! Dritter. Oh, ich hätte alle vier machen können. Oh nein, wie ärgerlich. Oh, wie ärgerlich. Oh, wie ärgerlich. Habt ihr gesehen, wie ich da angetäuscht habe?
Und wie immer eine 1 Erhaltung. So. Du bist der Nächste. Bums. Und du bist der Nächste. Ah, so war das gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich dich Attentaten. So, wo muss ich jetzt hin? Sammle Schilf. Wo kriege ich jetzt das Schilf her? Hier, oder? Ja, perfekt. Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Oh cool, da gibt's. Ah, okay. Hier hätte ich anscheinend auch einfach nur drüber laufen können. Ja, da hätten wir gar nicht schwimmen gemusst. Da hätte ich mich gar nicht duschen müssen, ja. Ist so ein Scheiß. Noch zweimal duschen, dann ist Weihnachten, gell? Sehr schön. Kann ich mit dem Schiff fahren? Nö, ich kann nur die Vorräte nutzen. Oh, was ist hier denn los? Ihr denkt, ihr könnt einfach so durch meine Hut reiten, ihr Mongolen-Bastarde? Einfach so, gemütlich? Ja, ja, das machen wir nicht. Dann passt mal auf, was ich mit euch mache. Stellt euch und kämpft! So. Ja, sag ich auch immer. Geht noch einer? Geil, geht noch einer? Geil, geht noch einer? Oh, leider nicht. Okay. Aber er legt sich schon mal hin und macht es mir damit leicht. Geil, ich konnte 5 am Stück ermorden. OMG. Danke, ich nehme deine Vorräte. Danke, deine auch. Nice. So, wo müssen wir hin? Was sagt der Wind? Darüber? Kase, komm mal her hier. Da haben wir uns wohl ein bisschen verlaufen. Oder verschwommen, besser gesagt. Hoppala. Da sind wir ja ganz schön vom Weg abgekommen. Geht, Yuriko. Hast du ein bisschen zu viel von deinem Gift genommen oder was ist los? Yuriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Genau so ist es. Darf ruhig ein bisschen stärker sein. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesen winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Mann, 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 wo reitest du denn mit uns hin, Omi? Das ist ja eine halbe Meile. Oh nein, kleiner Jin. Was ist
so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz-Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Toshimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Sehr gut, besser ist es. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Esst nicht die Samen. Sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sammelten? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, Meister. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus, zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Perfekt. Alles fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch testen. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Nice. Zack. Zack, in den Hodensack. Zack, hätte ich auch. Gute Nacht, ihr drei. Damn. Und das war's. Der krabbelt da ja noch am Boden rum, oder? Nee, ist tot. Gut, das hat funktioniert. Seid ihr verletzt, junger Meister? Nope. Uns geht's gut. Keine Sorge. Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Sehr schön. Halluzinationspfeile sind dann wohl als nächstes dran. Und wir haben gespielt die Geister der Vergangenheit. Geil. Wir tragen unsere Sakai-Familienrüstung. Und ich bedanke mich an der Stelle, dass du wieder hart am Start warst, dass wir jetzt total badass aussehen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn es heißt Ghost of Tsushima Director's Cut auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis. Bis dann. Tschüss.